Ja, von André Unge, 2010, endlich. Haben Sie schon abonniert? Noch nicht? Das ist wirklich schlimm. Wirklich. Ich hoffe, die Zahl von den Abonnenten endlich mal hoch zu sehen, weil ich gerne mit mehreren Leuten arbeite. Jedenfalls, 2010, wie gesagt, ich wollte dreimal in einer Reihe die Weltmeisterschaft gewinnen, weil Michael Cook das machen wollte und er ist heute immer noch böse mit mir, weil ich es dann zuletzt geschafft habe und er leider nicht, leider für ihn, gut für mich. Und was ist also passiert? In 2010 habe ich gesagt, okay, dieses Jahr will ich mal mit einem Konto seriös arbeiten und dann öffne ich auch ein zweites Konto. Und mit dem zweiten Konto will ich ganz aggressiv arbeiten. Vielleicht kann ich eine unglaubliche Performance schaffen, wenn ich sehr aggressiv arbeite. Okay, habe ich angefangen. Dann hat mich der Veranstalter von der Wettbewerb angerufen und sagt, Andrea, pass mal auf, warum bietest du nicht ein Konto von den zwei, die du hast, in dem World Cup Advisor Programm an? Das heißt, Leute können dieselbe Trades bekommen, die du schaffst. Da habe ich gedacht, oh, okay, in mein eigenes Konto will ich so flexibel wie möglich sein. Das heißt, wenn ich morgen Orange Juice handeln will, das will ich tun ohne Zweifel. Und muss ich nicht denken, oh yeah, Orange Juice gibt es nicht genug Kontrakte und wenn ich die Followers habe, dann gibt es Probleme und so weiter. Dann nein, nein, dort will ich alleine am besten bleiben. Und mit dem aggressiven Konto, oh yeah, hier ist es auch ein bisschen blöd. Aggressiv bedeutet gefährlich. Und ich will natürlich nichts Gefährliches tun für die Leute, die mich folgen. Das kann ich auch nicht anbieten. Dann habe ich entschieden, ich werde auch ein drittes Konto starten. Und in dem dritten Konto werde ich auf Mini-SP 500 und Forex arbeiten. Warum Mini-SP und Forex? Weil diese Märkte groß genug waren, sodass wenn ich auch hunderte von den Followers hatte, wäre es kein Problem gewesen. Und so habe ich getan. In 2010 war es möglich, auf demselben Konto Forex und Futures zu bearbeiten. Heute funktioniert das nicht mehr. Die zwei Wettbewerbe sind getrennt. Also Forex wollen Sie Forex handeln? Okay, Forex. Sonst Futures auf den Futures-Account. Aber das war eine andere Geschichte. Und so habe ich angefangen. Wie es gelaufen ist, zeige ich Ihnen sofort. Nochmal das Bild hier. Sie wissen jetzt, warum es drei Equity gab in 2010. Aber wie sah es eigentlich aus? Okay, Gewinn 2010, das war meine Standard-Equity-Line mit dem Konto, wo ich total frei und locker war. Und ja, es war nicht so nur ein Weg nach oben, aber trotz einiger Schwierigkeiten hier in der Mitte, da gab es im Frühling 2010 unterschiedliche Probleme in den Märkten, habe ich es ziemlich gut geschafft. Aber wie gesagt, es war nicht einfach, das ist normal. Ich habe es gut geschafft, weil ich nach der Erfahrung von 2009 eigentlich entschieden habe zu diversifizieren. Und ich habe hier angefangen, auch andere Märkte wie Crude Oil zu handeln. Crude Oil war in 2010 ein Markt, den man handeln konnte. 2009 und 2008 war es noch ein neuer Markt, kann man sagen. Neu, ich meine, der elektronische Markt natürlich. Crude Oil war schon länger da. Aber in 2010 war es alles ziemlich sauber. Warum konnte ich diversifizieren? Weil durch PFG Best konnte ich endlich auch meine Orders automatisch zum Markt senden. Nicht mehr manuell, wie ich es bis dem Moment getan habe. Dann, das war in 2010 die Gewinner. Aber hier in die vierte Stelle kam das Konto, wo ich total frei war und sehr aggressiv. So aggressiv, dass ich sofort ein sehr hohes Kapital verloren hatte. Ich habe sogar noch so viel verloren, dass ich nicht mehr handeln konnte. Da habe ich Geld addiert, das ist erlaubt, aber Kontostand, auf dem die Performance kalkuliert wird, dann wird auch nachkalkuliert von der ersten Summe und dann zusätzlich auch die addierte Summe. So, ich war ungefähr wie wenn ich bei $30.000 gestartet hätte. Hier auch sehen Sie, was hier passiert ist.
Und hier im November war ich wieder leicht im Minus. Und es sah so aus. Im November habe ich gesagt, oh je, was kann ich jetzt tun? Es wäre nicht schlecht, alle drei Konten in der Top 5 zu bringen. Aber ich bin hier bei Break-Even oder Kleinigkeiten in Verluste. Und der fünfte war am Moment so bei 130 oder so Prozent. Wie kann ich genug schaffen in weniger als 2 Monaten? Das geht ja nicht. Ich habe meine Systeme durchgeblättert, analysiert, kontrolliert und ich habe einfach gesehen, dass es nicht möglich war. Dann habe ich gesagt, die einzige Entscheidung, die ich treffen kann, ist, ab jetzt werde ich diskretionär handeln. Und das habe ich getan. Ich habe ab dem 10. November 2010 auf diesem Konto diskretionär gehandelt, wo auf Commodities. Wie gesagt, schon bei Crude Oil. Auch die anderen Commodities waren in 2010 alle gut handelbar. Und da habe ich gehandelt. Wenn Sie sich eine Chart vom Mini-S&P 500 im Dezember 2010 anschauen, dann werden Sie sehen, das war total glatt. Und man war erstaunt, wie ich in weniger als 40 Tage mein Konto mehr als verdoppeln konnte. Das war aber wirklich, weil ich ganz andere Märkte gehandelt habe. Und zwar Cotton, Gold, Silber und auch Crude Oil. Alles diskretionär. Ja, ich war gut genug. Die Erfahrung vom Trading war gut natürlich. Und ich könnte die richtigen Trades finden. Nicht immer, wie Sie hier sehen, aber ich habe mehr als 40.000 Dollar in 40 Tage geschafft und habe mein Konto von 0 bis 138% gebracht. Und das war nur die vierte Stelle. Das Konto mit den Followers von den Advisor, das hat die fünfte Stelle geschafft mit 134% und hat einen schlechten Dezember. Sehen Sie, ich musste eigentlich im Dezember eigentlich bis auf den diskretionären Handel aufhören, weil ich immer im Dezember etwas verloren habe mit den Systemen. Aber die Followers waren trotzdem zufrieden, sie haben ihr Konto verdoppelt. Aber dieses Konto habe ich auch in der Top 5 geschafft. Also, ich hatte drei Konten, meine drei Konten in den ersten 5 Stellen gesehen. Gewinner, vierter und fünfter Platz. 134%. Also, das war's für 2010. Das Thema für 2010, Diversifikation. Okay, also 2010 ist auch in der Tasche. Drei in einer Reihe habe ich geschafft. Eine Kleinigkeit will ich Ihnen noch erzählen. Wie Sie gesehen haben, mein fünfter Account war bei 134% im Plus und an der fünften Stelle. Hat mich ein Kerl angerufen und sagte, Andrea, wie viel genau hast du geschafft? Was meinst du? Ja, in fünfter Stelle, 134, wie viel? Habe ich kontrolliert, ich erinnere mich nicht, 134, ich glaube 39 oder sowas. Da sagt er, oh je, wirklich? Ja, warum? Ja, weil ich habe 134,12 geschafft. Also, für 25, knapp 25 oder 27, 0,27% war er nicht in der Top 5. Warum ist das ein Witz und warum ist das, was ich Ihnen erzählen will? Weil der Händler, der war Michael Cook. Nochmal Michael Cook, der Händler, der die Weltmeisterschaft dreimal in einer Reihe gewinnen wollte und der die Weltmeisterschaft nicht dreimal gewinnen konnte, weil Andrea Unger gekommen ist und der hat das unter der Nase weggebracht. Ja, wir sind immer noch Freunde, keine Angst, wir sind immer noch Freunde. In jedem Fall, was haben wir von dieser dritten Weltmeisterschaft gelernt? Wir haben gelernt, dass wir diversifizieren müssen. 2008 war ein Sonderjahr. 2009 war ein schwieriges Jahr, weil die Situation geändert hat und ich habe gesehen, allein in einer Richtung auf einem Markt war es nicht immer fit genug zu handeln, gute Performance zu erzielen. Und ich habe gelernt, diversifizieren ist der Weg, den man gehen muss. Und so habe ich angefangen, auf den Commodities zu arbeiten. Das war in 2010 möglich, weil endlich mit PFG Best könnte ich die Orders auch direkt aus der Maschine senden und nicht mehr manuell eingebe, wie ich es in 2008 und 2009 gemacht habe. In 2008 und 2009 habe ich die Systeme
Laufen gehalten auf der Maschine, aber dann hatte ich auf dem Order-Tracker die Information, welche Orders einzugeben, und die musste ich manuell eingeben. Aber 2010 war es dann auch automatisch möglich, und so habe ich die zweite Phase von meiner Trading-Erfahrung gestartet, alles komplett automatisch zu handeln. Und das heißt, ich könnte so viele Märkte wie gewünscht handeln, und das war eigentlich, was mich erlaubt hat, auch diese Erfolge in 2010 zu kriegen. Ist das alles so einfach? Nein, es ist niemals so einfach. Und wie ich heute ausgerüstet bin, werde ich Ihnen gerne zeigen in einem anderen Video. Nur wenn Sie abonnieren. Tun Sie das bitte sofort. Ich will viele Leute dabei, und wir bleiben Sie dran. Wir treffen uns nochmal so bald wie möglich mit weiteren Videos. Kommentieren Sie, Fragen, alles was Sie magen. Ich bin da. Ciao von Andrea Unger aus Italien.